Wenn ich es also nicht vermeiden kann, dass der Körper hergenommen und, und in seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch genommen wird, dann will wenigstens ich selber es sein, dass diesen sukzessiven Umwandlungs-, Transformierungs-, Zerstörungsprozess dirigiert und lenkt, damit ich die Hybris gehabt haben werde, wenigstens hier nicht die Kontrolle verloren zu haben, wenngleich keine Wahlfreiheit bleibt über die letzte Kontrolle und die letzte Konsequenz des Gesamtprozesses. Man kann ein Kind wird geschlagen von Freud lesen, da ist das Ganze ziemlich präzise geschrieben, beschrieben.